Hey, willkommen zu einem neuen Video! Hast du dich schon mal gefragt, wie Bauwerke aus der Antike, wie zum Beispiel die Pyramiden von Gizeh, entstanden sind? Archäologen haben sich den Kopf zerbrochen, als sie die mysteriösen Bautechniken studierten, die tausende von Jahren zurückliegen. Aber nicht alle diese Bauwerke sind so geheimnisvoll. Es gibt ein Projekt, über das die Pharaonen weinen würden, wenn sie wüssten, dass es eine beliebte Attraktion ist. Vor allem, weil es nur halb fertig ist und nicht einmal der Name des Herrschers darauf steht. Was ist dieses riesige Ding und wer hat es gebaut und für wen? Das werden wir rausfinden. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann abonniere jetzt den Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Willkommen beim unvollendeten Obelisken, einem altägyptischen Bauwerk von kolossalem Ausmaßen, dessen Besitzer ein Geheimnis bleibt. Dieser Obelisk, der vor Jahrzehnten von Archäologen entdeckt wurde, ist der größte bekannte antike Obelisk und stellt alle anderen fertiggestellten Obelisken in den Schatten. Er befindet sich in der nördlichen Region der antiken Steinbrüche von Assuan in Ägypten. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ein Obelisk eigentlich ist? Obelisken sind diese unglaublich hohen, viereckigen Bauwerke. Sie sind monolithisch, das heißt, sie bestehen aus einem einzigen, massiven Stein. Es sind rechteckige Steinsäulen, die sich sehr schmal verjüngen, so dass sie an der Spitze ein pyramidenartiges Aussehen haben. Ihr Zweck ist es, eine Person, meist Könige oder alte Götter, zu ehren. Das Wort Obelisk kommt aus dem Griechischen, weil der griechische Historiker Herodot der Erste war, der sie besuchte und über sie schrieb und ihnen so einen Namen in seiner Muttersprache gab. Das Wort bedeutet Spieß oder Nagel oder eine spitze Säule. Die alten Ägypter hatten einen anderen Namen für sie. Sie nannten sie Tekenu, was durchbohren bedeutet. Die alten Ägypter waren die ersten, die diese faszinierenden Bauwerke schufen. Die ersten Bauwerke entstanden in der Frühdynastieperiode um 3150 bis 2613 vor Christus. Heute stehen diese beeindruckenden Obelisken in der Regel am Eingang von Tempeln. Ein Anblick, der so majestätisch ist, dass er allen, die ihn betreten, Furcht und Respekt einflößt. Der Bau dieser Obelisken zeugt von der Genialität der alten Ägypter und man nimmt an, dass sie durch den Bau dieser Obelisken die späteren Erbauer monumentaler Bauwerke wie der berühmten Pyramiden ausbilden konnten. Diese alten Obelisken stehen nicht nur in Ägypten, sie sind über die ganze Welt verstreut, denn weniger als die Hälfte steht in ihren Heimatländern. In Italien stehen noch 11 Exemplare, ebenso wie in London, Istanbul, Polen, Paris und New York. Obwohl sie so weit verstreut sind, bleiben sie ein Rätsel. Wie konnten diese alten Zivilisationen Obelisken so kunstvoll aus riesigen Felsen hauen? Und wie konnten sie zu den Eingängen ihrer Tempel bringen? Auch der Herstellungsprozess ist ein Rätsel. Wie wurden die Obelisken aus einem einzigen Block gemeißelt, bevor sie über hunderte von Kilometern transportiert wurden? Schließlich wiegen sie tausende von Tonnen. Und wie wurden sie nach der Ankunft am Zielort wieder aufgerichtet? Manche Menschen akzeptieren, dass sie nie erfahren werden, wie sie das alles gemacht haben. Andere glauben, dass Außerirdische sie gebaut haben, so wie sie auch die Pyramiden gebaut hätten. Bevor du Außerirdischen die Schuld gibst, die Antwort auf diese Frage liegt nur 7 Autominuten vom Stadtzentrum Assuans und etwa eine Flugstunde von der Hauptstadt Kairo entfernt. Ägyptens größter Monolith, der vollständig aus rotem Assuan-Granit besteht, ist von Geheimnissen umhüllt. Sieh dir das Bauwerk selbst an und du wirst sehen, warum. Der Obelisk ist vollständig geformt. Er ist auf 3 Seiten eingemeißelt, aber auf der 4. Seite ist er bis heute verankert. Auch wenn er nicht fertiggestellt wurde, ist klar, dass er fast ein Drittel größer ist als jeder andere Obelisk, der jemals im alten Ägypten gebaut wurde. Wenn der geheimnisvolle Pharao, der ihn in Auftrag gegeben hat, den Obelisken fertiggestellt hätte, wäre er 42 Meter hoch gewesen und hätte mehr als 1090 Tonnen gewogen, was etwa 200 afrikanischen Elefanten entspricht. Die früheren Baumeister, die an ihm arbeiteten, haben das Bauwerk direkt aus dem Fels gehauen. Es scheint jedoch, dass sie durch riesige Risse im Granit aufgehalten wurden. Sie wussten nicht, dass das unvollendete Projekt die Menschen noch Jahrtausende lang in Erstaunen versetzen würde. Das Geheimnis, das den unvollendeten Obelisken umgibt, wird vielleicht durch die vielen Antworten wettgemacht, die er auf andere Fragen gibt.
Da der Obelisk nie fertiggestellt und in einen Tempel gebracht wurde, sind die Spuren der Werkzeuge der Arbeiter immer noch sichtbar und werfen ein Licht auf die geheimnisvollen Steinbearbeitungstechniken der alten Ägypter. Du kannst sogar die Linien sehen, mit denen die Ingenieure ihre Arbeitsbereiche markiert haben. Anhand dieser Hinweise haben die Archäologen Techniken wie das Einweichen von Holz und die Verwendung von Quarzsand entdeckt. Die Steinmetze benutzten Steinkugeln, um Unebenheiten auf der Oberfläche zu kletten. Über den Pharao, der den Obelisken zu seinen Ehren errichten lassen wollte und den Ort, an dem er aufgestellt werden sollte, ist wenig bekannt. Die Handwerker haben keine Namen hinterlassen. An der Seite befindet sich ein Pfad mit Malereien von Delfinen oder Straußen, aber das ist auch schon alles. Wer war es also? Und warum haben sie ihre Pläne nicht an anderer Stelle fortgesetzt? Oder waren diese alten Leute zu gierig, um einen Obelisken zu bauen, der größer ist als alle anderen? Im Jahr 2005 brachte die Entdeckung eines weiteren unvollendeten Obelisken in den Steinbrüchen von Aswan keine brauchbaren Antworten. Jetzt werden all diese unvollendeten Bauwerke von der ägyptischen Regierung offiziell als archäologische Stätten geschützt und von den Besuchern als Freilichtmuseum begrüßt. Das bringt dich natürlich zum Nachdenken darüber, welche Herrscher so ehrgeizig sein konnten, den größten Obelisken der Geschichte bauen zu lassen. Keiner weiß, wer dieses beeindruckende Projekt geschaffen hat. Die populärste Theorie ist, dass Königin Hatschepsut die prächtige Säule während der 18. Dynastie in Auftrag gab. Das bedeutet, dass der unvollendete Obelisk seit über 3500 Jahren dort liegt und Staub und Sand sammelt. Wenn der Obelisk der Hatschepsut gehörte, könnte er als Ergänzung zum Obelisken des Lateran errichtet worden sein, denn Obelisken wurden normalerweise paarweise vor den Türen von Tempeln aufgestellt. Deshalb bringen die Menschen die beiden Obelisken miteinander in Verbindung. Der Obelisk von Lateran ist nur etwa 10 Meter kürzer als dieser. Er wurde ursprünglich in Karnak aufgestellt, wo er vor dem Tempel von Thutmose III. Stand. Später wurde er jedoch in den Lateranpalast in Rom gebracht. Die alten Ägypter arbeiteten fast immer mit rotem Granit, bevor sie diesen massiven Stein abbauten und an den ihnen zugewiesenen Orten brachten, um ihn auf ein Fundament zu stellen, aber nicht alle Kulturen taten dasselbe. Viele Zivilisationen bauten ähnliche Projekte, von den alten Assyrern bis zu den Mesoamerikanern. Du fragst dich vielleicht, warum sie sie gebaut haben. Im Fall der Ägypter repräsentierten die Obelisken die Benben. Der Benben ist der Ort, an dem der Gott Atum einst bei der Erschaffung der Welt stand. Die Obelisken werden auch mit dem Bennu-Vogel in Verbindung gebracht, der vor dem legendären griechischen Phönix kam. Die Legende besagt, dass der Bennu-Vogel durch seinen Schrei Leben erweckte. Eines Tages wird der Vogel seinen Schrei erneut ausstoßen und das Ende der Welt ankündigen. Dies wird zu einer Zeit geschehen, in der alle Götter, an die die alten Ägypter glaubten, sterben und ins Chaos zurückkehren werden. Der Gott Tod, der die Aufzeichnungen über die Menschen und die Götter führt, würde den Sonnengott Ra informieren, der dem Vogel befehlen würde, seinen Schrei auszustoßen. Diese Mythen folgend wurden Obelisken errichtet, um diese Götter zu ehren. Und sie wurden immer paarweise aufgestellt, um das Gleichgewicht und die Harmonie zu wahren. Man glaubte, dass ein Gott, der in seinem Tempel lebte, auch den Obelisken bewohnte. Es ist bedauerlich, dass der unvollendete Obelisk, nun ja, unvollendet ist, aber er gab der Welt einen unvergleichlichen Einblick in den Prozess des Obeliskenbaus. Außerdem konnten Archäologen so sehen, wie schwierig es war, die Blöcke herauszuarbeiten, aus denen später viele antike Monumente bestehen sollten. Wenn man sich dieses beeindruckende Bauwerk ansieht, kommt man ins Grübeln. Diese antiken Zivilisationen erfanden für ihre Zeit geniale Methoden, die die schönsten Kunstwerke der Geschichte schufen und zum Ausdruck brachten, wie mächtig und reich diese antiken Herrscher während ihrer Herrschaft waren. Ganz zu schweigen von dem antiken Bauwerk, das Archäologen gefunden haben. Es ist unglaublich groß und sie wissen nicht einmal, wer es gebaut hat. Es könnte Königin Hatschepsut gewesen sein oder ein geheimnisvoller Herrscher oder sogar Außerirdische. Was denkst du, wer diesen Obelisken in Auftrag gegeben hat und würdest du ihn besuchen wollen? Schreibe es in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben. Wenn du noch mehr faszinierende Videos von uns sehen möchtest, dann klicke auf eins auf dem Bildschirm oder schau dir den Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.